Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Talos Principle. Wir spielen den DLC Road to Gehenna. Haben hier in dem zweiten Turm, in dem wir uns befinden, auch wenn in diesem Turm irgendwie ein Himmel existiert, keine Ahnung warum, haben wir bereits den ersten von unseren, ja, ich nenne es mal Kumpanen, befreit. Und da hinten geht's zu den nächsten Leveln. Was haben wir hier? Der Papierkorbcode ist ein bisschen eigenwillig, aber er sollte auch bei Großen seinen Zweck erfüllen. Ich habe ihn mit dem Haupt irgendwas, keine Ahnung, nur halb da der ganze Text. Hier geht's weiter und da ist schon mal irgendwo Ventilator. Ich höre ihn doch. Wo ist er denn? Irgendwo hier ist ein Ventilator. Ah, genau da. Genau vor uns. Wo kommen wir denn dahin? Da drüben. Da drüben dann. Ein Hasensprung. Oh, das Level ist übersichtlich. Das ist doch auch mal nett zur Abwechslung. Das ist ein roter Strahl und ein blauer Strahl. Okay. So. Ah, da oben ist er. So, und jetzt? Ah, warte mal, wir müssen da die beiden übereinander stapeln und können dann da drauf steigen, nehme ich mal stark an. Hopp, komm, ich hab's doch schon gesehen. Hopp, hopp. Ach so, nö. Hä? Das ist jetzt fies. Ich muss erstmal da drüben hin, hätte ich gesagt. Warte. Komme ich da so rauf? Hopp. Hopp. Ja. Na, schau an. Und das hilft mir jetzt wie? Wie hilft mir das jetzt weiter? Es geht schon wieder gut los hier. Ich muss da an diesen komischen Schalter ran. Ach so, warte mal. Hä? Die sind doch sonst geflogen, die komischen Würfel. Seit wann fliegen die denn nicht mehr? Das ist sehr doof. Warte mal, ich muss das am Laufen halten, auch wenn da Würfel drauf ist. Jetzt kommt's mir erst. Oh Gott. Warte, dafür muss ich da wieder rauf. Dafür muss ich da wieder rauf. Wie verbinden wir so direkt damit? Und dann macht's auch nichts, wenn da der Würfel dazwischen ist. Der fliegt dann nämlich trotzdem. Ha! Beziehungsweise... Kann es sein, dass ich den blauen da irgendwie verbinden muss? Es geht nicht. Ne, den blauen kriege ich nicht. Es muss der rote sein. Ist nur die Frage, wie komme ich da ran und wie kriege ich meinen Würfel wieder? Nein! Scheiße. Wie war das X zum Zurückspulen? Jetzt komme ich weder an den Würfel noch an den Connector ran und das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. So, hopp hopp. So. Okay. Nimm ich mal. So, geh mal da hoch. Schmeiß den Würfel mal unter mich. Was hier nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Jawohl. Geht doch, mach mich gleich so. So, und da rein. So nach meiner Logik, wenn ich den jetzt unter mich schmeiße, müsste der mich höher bringen und ich kann... Ach verdammt.
Und ich kann da hoch, wollte ich sagen. Sag mal, was soll denn das? Ich muss ein Stück höher, damit ich darüber komme, sonst klappt es nicht. Anders klappt das nicht. Komm. Der will nicht, so wie ich will. Es gefällt mir gar nicht. Jetzt. Ach komm. Ich stand schon drauf. Kannst du nicht einfach mal still da oben bleiben? Wie ein braver Würfel oder Hexaeder oder was auch immer du sein willst? Oh. Ach, jetzt geht das wieder los. Scheiße. Ah, na eben. Ich krieg den ja so wieder runter. Ha. Ah. Hahaha. Warte. Vielleicht muss ich den da erstmal noch gar nicht drauf haben. Vielleicht muss ich den erstmal unterbrechen. Ich weiß zwar nicht wozu, aber... Lass mir doch einfach mal den glauben. Nee, so nicht. Nein, Mist. Halt. Komm. Das gibt's nicht. Warum fliegt der so nicht? So, warte mal. Ach, verdammt. Mist. Ja, irgendwie so. Es ist schon richtig. Warte mal, lass mich da mal rauf. Die beiden verbinden wir wieder. Dann können wir ja da rein und den da schon mal... Komm her. Den da schon mal hin platzieren. So fliegt er ja. So. Wenn ich den da jetzt wegnehme, blockiert der das und ich... Müsste doch... Nee, so da nicht hinkommen. Na, perfekt. Ich bräuchte... Boah, ich bräuchte da Zeit, hey. Oh, verdammt. Sag mal... I don't get it. Ach, jetzt ist der wieder unten. Och. Verdammt nochmal. Hä? Achso. Der fliegt, weil das Ding da... Hopp. Das aufrechterhalten hat, natürlich. Ich müsste eigentlich echt dem... blauen Würfel... behalten können. Warte mal. Kann ich das nicht? Mist. Wenn ich da hochgehe, komme ich da hoch? Es wäre halt richtig geil, wenn ich den da draufsetzen könnte. So wird es nämlich funktionieren. Ja, es wird zu einfach. Okay, ist ja recht. Gehen wir wieder runter da. Es muss irgendwie so funktionieren. Nein. God damn it. Hopp jetzt. Jawohl. Geht doch. Warum nicht gleich so? Kann ich den da noch mit draufsetzen? Ganz toll. Ich würde da gern drauf. Das ist der Plan. Dass ich darauf komme. Nicht irgendwer anders. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss das erst unterbrechen. Natürlich. Wenn ich den da direkt hinstelle, brauche ich den anderen aber nochmal.
ich glaube, ich habe es kapiert endlich. Hat lange genug gedauert? Nein! Aber ja. Ich glaube... Mist. Ich glaube, so könnte es funktionieren. Ich brauche nur den Würfel, ich muss den eher griffbereit haben. Ach komm. Mist, hey. Es ist halt echt zeitlich dann so verdammt knapp. Es ist zeitlich halt wirklich knapp. Ich muss runterspringen, den Würfel nehmen. Und dann... Komm. Auf die Plattform da drauf, bevor... Scheiße, bevor das aktiviert ist. Es ist gar nicht so ohne. Also wenn das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle hier. Das war halt mein Verständnis davon. Aber ich glaube, wenn ich das so ansehe, dass das nicht funktioniert. Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Ach komm, hey, leck mich doch. Komm her. Komm her. Ja, genau. Da bleibst du stehen. Ich muss halt auf den Würfel drauf, wenn er noch am Boden ist. Unter mich kann ich den irgendwie nicht stellen. Ich verstehe nicht, warum. Das hat doch sonst immer funktioniert. Der dreht jetzt dann voll durch. Er muss hin, bevor es losgeht. Das geht halt nicht so einfach, Mist. Ah, warte, wenn ich mich da reinstelle. Schaffe ich's? Warte mal. Ach, Mist, nee. Der hält so nicht. Ach so, verdammt. Nee, ich habe ja hier dann trotzdem den Strahl direkt drauf. Da kann das Ding den unterbrechen, wie es will. Ach, verdammt. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Aber es sollte halt schon mal draufstehen. Das ist schon mal hilfreich. So. Ich habe halt immer noch keine Ahnung, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Aber... Die Hoffnung stirbt wie immer zuletzt. I don't fucking get it. Es macht keinen Sinn. Ich hätte die Würfel einfach unter mich gestellt und fertig. So einfach. Und gut ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da so ein Zeitrennen draus machen muss irgendwie. Dass man da wirklich noch vorher irgendwie es schaffen muss, mit Würfel dahin zu kommen. Ich meine, ich kann den ja nicht vorher schon da reinschmeißen. Dann komme ich hier nicht mehr hoch. Und den dann schnell da drauf? Nee, also einen Würfel brauche ich. Beziehungsweise wäre es mal spannend, ob ich es überhaupt schaffe, mich da drauf zu stellen. In der Zeit. Ja, machbar wär's. Oh, ich war schon oben. Ich war gerade schon fast oben. Vielleicht geht's ja ohne einfach. Wenn ich beide hinstelle, komme ich nicht hoch, ne? Nee. Vielleicht ist es ja noch einfacher, als ich gedacht hatte. Hoppa, Mist. Mist. Komm. Komm.
Oh je, das macht mich wahnsinnig. Das hier macht mich gerade schon wieder so richtig wahnsinnig. So. Sag mal, ich komme auch hiermit gar nicht mehr hoch. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht wirklich, warum. Ach komm, ist das dein Ernst? Dam, da-dam, da-dam. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich hoffe, ihr habt Zeit. So. Sag mal, ich hab's doch vorhin mal geschafft, dass mich der Luftstrahl hochträgt. Beim ersten Mal hat es funktioniert. Warum geht das jetzt nicht mehr? Kriegt gleich echt die Krise. Und dann springt er da wieder nicht raus. Der kleine drauf, der kleine Arsch. Ich halt's echt im Kopf nicht aus. Mit dem Scheiß auf. Kann nicht sein, dass ich für so ein Mini-Level hier eine halbe Stunde brauche. Hopp. Sag mal. Das muss mir echt mal jemand erklären. Wie habe ich denn das beim ersten Mal geschafft? Da war wieder der Zufall mit dabei. So der glückliche Treffer beim ersten Versuch. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Das gibt's doch überhaupt nicht. Was soll der Scheiß? Komm. Dass man das Ding doch nicht blockieren kann. Warte mal, wenn der Strahl da oben lang geht. Schaffe ich es nicht, irgendwie den zu blockieren? So? Ha, doch. Mit mir selber. Na, schau an. So geht's. So. Jetzt habe ich einen Würfel in der Hand und bin mit dem Ding oben. Jetzt kommt der Würfel darüber. Und dann hopp, hopp. Oh, na endlich. Um Himmels Willen. Da-da-da-da. Der Knave. Hey Knave, dein Level hat ganz schön genaved. Okay, schlechter Wortwitz. Geheimerfahrungssystem, stehen neue Threads zur Verfügung. Uriel Kopie 5. Was? Sind wir die fünfte Kopie oder wie? Achso, nee, ist unser Level. Oder? Oder? Wahrscheinlich. Genau. Was gibt's denn hier Neues? Jefferson Goldblum. Ich weiß wirklich nicht mehr, was wir schon angeguckt haben und was nicht. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Kein bisschen. Episode 125 lesen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das schon mal angeklickt haben. Fortsetzung folgt. Ist auch immer gut. Ein Glitch. Ich würde das gerade alles so gern lesen, aber dann sind wir wahrscheinlich mit 80 Folgen noch nicht fertig. Befürchte ich. Dümmstes Rätsel. Das schauen wir uns nochmal an. Ach, das ist auch wieder so ein Thread einfach nur, so ein Eintrag. Das Unterwasser-Ritterabenteuer. Okay, was sind Katzen? Lest das sofort. Ah, das konnten wir damals noch nicht lesen. Jetzt geht's. The Garrett schreibt damit, den wir befreit haben. Hey! So. Es war eine verdammt schwere Geburt, hey. Ich fliege jetzt einfach mal und schaue, wo mich das hinträgt. Direkt vor den Eingang zum nächsten Level. Oh, das sieht irgendwie komisch aus da drin.
Ich würde tatsächlich sagen, auch wenn die Folge jetzt etwas kürzer geworden ist und ich für dieses 3 Quadratmeter große Level 20 Minuten gebraucht habe, dass wir die Folge hier an dieser Stelle beenden. Weiter geht es wie immer in der nächsten. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.